Egerton, du bist so schön bei Nacht. So wunderschön. Ich halte es kaum für möglich, dass du so wunderschön bist. So, ich hoffe, der Doc hat noch offen. Ja, der hat ja immer offen, ne? Hallo, ja, Doc. Hoffentlich haben Sie Krebs, denn so wie Sie aussehen, wow, brechen Sie gerade Regeln. Er wird Nummer immer eins. Besser, mir den Tag zu vermiesen, wirklich. Sehr, sehr, sehr gut ist er darin geworden. Ich möchte gerne nicht mehr abhängig sein. Das hat ja. Ich würde auch komplett den Dialog gerne mit dir überspringen können, aber hey, das ist Fallout 3. Da muss es auch Arschloch-Charaktere geben. Jetzt ist alles ja, wieder. Ja, das stimmt. Aber ich bin noch nicht fertig. Und zwar, ich brauche noch Kohle von dir. Was? Oh, verdammt, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Dann hat Moira auch nicht wirklich Kohle. Wobei, da haben wir auch viel eingetauscht, ne? Aber wir können ja erstmal ihnen die Stimpacks abnehmen. Denn wir haben so gut wie keine mehr, richtig? Naja, 10. Ja, ich nehme jetzt 5 mit und dann probiere ich mal was. 185, du alter Halsabschneider. Und dann ist er auch noch unfreundlich. Mantles brauche ich nicht. Red X, ja. 2 würde ich behalten. Und die Stealth Boys. Was sind die wert? 51. Ach, Jemine. Wir sind ja reicher, als ich erwartet habe. 130 kriegt er noch von uns. Dann kriegt er erstmal von vornherein 3. Ja, 3, ne? Das wär's dann noch soweit. Du bist pleite, Mann. Deine Armut bricht mich sind an. Sind Sie fertig? Gut, nicht weg. Einen Moment mal, aber das kriegen wir noch besser hin. Ich glaube, wir können so ein bisschen. Ich werde mal kurz die Zeit vorspulen. Und wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. Also 72 Stunden habe ich jetzt gewartet. 72 Stunden. Wow, er ist der Krankeste im ganzen Dorf. Ja, 72 Stunden habe ich jetzt gewartet, in der Hoffnung, dass er jetzt wieder aufgeladen ist, kohletechnisch. Wenn das der Fall sein sollte, dann wissen wir es. Dann sind es wirklich 72 Stunden, die das Spiel braucht, um die Händler wieder zu befüllen. Meine Güte. Hi, ich würde gern verkaufen und so. Nein, hat nicht funktioniert. Vielleicht, weil ich hier war die ganze Zeit. Ist gut möglich. Ja, muss ich jetzt so hinnehmen. Ich will nichts weiter von ihm. Ich brauche einfach nichts mehr von ihm weiter. Deswegen gehen wir jetzt erstmal rüber. Zu Frau Stahl. Die hat ja auch ein paar Kronkorken. Und ich glaube, mit Leo zusammen hatte sie eine Kasse, ne? Deswegen brauche ich nur entweder ihn oder sie. Erleben Sie doch mit uns das Leuchten. Habe ich gemacht. Ich habe aus der Pfütze getrunken. Aber es hat keiner interessiert. Was soll ich machen? Mutter Maya, hä? Seien Sie gegrüßt. Ich hoffe, Ihnen gefällt unsere Stadt. Ob Dunkelheit oder Zweifel, folgen Sie der Bombe. Folgen Sie der Bombe. Nee, wir haben alles schon bequatscht, Mutter Maya. Wirklich. Bin ein bisschen enttäuscht von der Kirche. Ich dachte, ich bin jetzt mit dabei und so. Ich habe auch Geld gespendet, aus der Pfütze getrunken und dann sowas. Leo! Nein, ich will eigentlich nur mit ihr Handel treiben. Ging das mit ihm überhaupt? Nicht wirklich gerade, ne? Ich dachte, das ginge. Na gut, ist nicht so wild. Ist nicht so wild. Frau Stahl, ich bin nur auf der Durchreise. Was darf's denn sein? Lassen Sie es uns kurz machen. Hey. 119, sehr schön. Da fängt der Spaß an. 6 Stimpacks. Ja, mal gucken. Ich möchte verkaufen. Eine Jagdflinte, bitteschön. Und die Splitterminen. Ich bin kein großer Freund von Splitterminen, nach wie vor nicht. Aber das kann ja noch werden. Dann möchte ich. Ah, ja, ich hätte noch ein paar Klamotten ablegen sollen, als ich bei mir zu Hause war. Aber das können wir ja machen, bevor wir hier rausgehen. Das kann ich ja dann noch rausschneiden. Das ist ja natürlich zu viel. Pro Megaton-Besuch zweimal nach Hause, das wäre irgendwie zu viel einfach des Guten. Ja, 119. Wie viel kriegst du eigentlich gerade von mir? Viel zu viel, oder? 90. 107. 107 und 14 sind 121, ne? Ja, 121 ist okay. 3 Kronkorken Trinkgeld. War Stahl, aber nur weil sie es wirklich sind, ne? Und weil ich gleich den Kühlschrank ausleere. Drin aber den, ne? Weil dafür habe ich den Schlüssel. Aber nur ganz kurz. Oh, was ist denn hier bitte los? Volksversammlung oder was?
dachte, ich könnte jetzt hier ganz kurz einen schönen 5-Finger-Discount machen. Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also keine dummen Ideen. Oh, kann ich behilflich die sein? Sind echt komisch drauf manchmal. Aber ist er nicht der Typ, der letzte Mal bei der Kirche des Atoms, den Kindern des Atoms, den Kindern der Kirche des Atoms, whatever, vor dem Terminal stand und wir wegen ihm nicht ran konnten? Ist gut möglich, ne? Ah ja, gut. Schade. Jetzt vielleicht ganz schnell, ganz schnell. Ja, ich bin erkannt. Ist egal, ist egal. Wir kommen ja irgendwann wieder. Dann gehört der Kühlschrank uns. Moira. Da können wir wahrscheinlich auch gerade nicht hin, ne? Weil die mal wieder zu hat. Die hält sich hier als einzigste an die Öffnungszeiten, an die offiziellen Öffnungszeiten. Ja, ganz offensichtlich. Dann stehen wir hier wieder blöd im Regen rum. Wobei, diesmal können wir uns auch blöd in den Regen setzen. Ist auch in Ordnung, ne? Kann ich das auch reinzoomen? Oder rauszoomen? Ja, kann ich. Schön. Immersives Warten. Auf seiner fragwürdigen Perspektive. Wir müssen warten und zwar... Am 8. machen die auf, ne? 10 Stunden sollten reichen. Guten Morgen! Ah, was für ein wunderschöner Tag hier in Megaton, der schönsten Stadt im ganzen Ödland, rund um DC. Moira, Schätzchen. Ich habe ganz vergessen, unten meine Charisma-Klamotten anzuziehen, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Bei dir denke ich dran, bei dir will ich ganz charismatisch sein. Den Sheriff-Ledermantel, yay! Habe ich Schnaps oder so? Leider nicht. Verdammt ich nochmal. Wir brauchen mehr Schnaps. Hast du Schnaps hier? Irgendwas? Whisky! Oh. Guck mal da hinten, Moira! Hat keiner mitbekommen, sehr schön. Hat keiner mitbekommen. Ich hoffe zumindest, dass sie Cola hat. Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Da kümmere ich mich wirklich sehr bald drum. Alles wird gut, versprochen. Möchte ich was reparieren? Könnten wir dir zumindest ein bisschen Kohle zuführen, ohne dass es merkwürdig wirkt. Das Heckenschützengewehr. 400? Meine Güte. Boah. Und die Flinte ist auch im Eimer, ne? Dann lieber die Flinte erstmal reparieren. Die Kampfflinte. 200. Ja, das bin ich bereit zu zahlen. Bin ich auf jeden Fall bereit zu zahlen. Das Heckenschützengewehr. Ich habe gar nicht mal Munition dafür. Bing, bing, bing. Und den gepanzerten Vault Overall. Oh, das ist ja super teuer, ist das. Was für eine... Wow. Abzocke. Überall nur Abzocke. Und ich habe schon daran gedacht, meine Hütte neu einzurichten. Das kann ich mir wohl abschminken. Schau. Ja, ich schau. Auf deine überhöhten Preise. Kleines. Nee. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir die Nahkampfwaffe weglegen können. Noch sind wir wirklich nicht so weit. Kleidung. Die normale Kampfrüstung möchte ich verkaufen. Ja, die kannst du haben. Und dann noch einmal die schmutzige Businesskleidung. Für Sprechen brauche ich keine Businesskleidung mehr, ne? Weil wir das neckische Nachtgewand haben. Ja. Dann könnte ich die dann auch in unseren Schrank legen, wenn wir das nächste Mal zu Hause sind. 17 right away. Ich glaube, es geht los. Wir brauchen ein paar, aber wir brauchen nicht 17. 5 sollten echt reichen. Die Stealth Boys kannst du noch haben. Red Axe, Mad Axe, das brauchen wir alles noch. Altmetall, nein. Den Basketball, den lege ich auch in meine Bude. Den möchte ich vor meine Bude stellen. Blaue Zutrittskarte. Ich weiß nicht, ob wir die nicht irgendwann brauchen. Das ist eine Zutrittskarte. Büro-Mitarbeiter-ID. Ja, behalte ich noch. Leere Brauseflasche, die ist für dich. Genauso wie diese Lunchbox, diese tolle Lunchbox. Motorrad-Handbremse, Kippen. Oh, die Sensormodule. Ja, die sind echt was wert. Teddybär, den möchte ich drinnen vor ein Bettchen legen.
Vorkriegsgeld, Wunderkleber, jede Menge Kleber. Ein rares Gut hier in der Postapokalypse. Wir kleben alles wieder zusammen. Wir kleben die ganze Strahlung weg. Welche Muni brauchen wir nicht? Welche brauchen wir nicht? Pfeile brauchen wir nicht, genau. Und wir brauchen noch keine Raketen. Schrotpatronen brauchen wir, Gleisnägel eigentlich auch noch nicht. Aber ich glaube, das Gleisgewehr, das ist ziemlich hilfreich, wenn wir es dann haben. Und dann hätte ich schon ganz gerne ein bisschen Munition dafür. Aber nicht 180 Schuss. Wir geben ihr mal alles über 100. Schön. 5 mm, ja. Irgendwann würde ich die Minigun wieder rausholen. Schon sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Dann möchte ich von dir haben. Und zwar auf jeden Fall Jagdflintmunition. So viel wie du hast. Die 308er. Hast du 308er? Nicht wirklich. 556er kann ich gut gebrauchen. Ich muss noch mehr nehmen. Weil du viel zu wenig Kohle hast. Energiezelle. Ja, wir haben noch genug Energiezellen. Absolut. Schrotpatronen haben wir auch noch genug. Und Flammenwerfermuni haben wir auch genug. Verdammt. Ich muss mehr nehmen. Ich muss einfach mehr nehmen. Bis da hier eine leuchtende Zahl steht. Das gibt's doch nicht, Moira. Du bist so arm. Du bist einfach arm. So krass. Ey, das gibt's nicht. Dann will ich meine Gleisnägel zurückhaben. Wie viel nehmen wir? Erstmal alle. Okay. Die Differenz. 821 minus 779 sind 21 und 21 sind 42, alles klar. 42, ich gebe jetzt mal 41. Aus Probegründen, ich vertraue mir da gerade nicht. 41. Ja, perfekt, sehr schön, mein lieber Scholli. Ein bisschen rechnen geht noch, gerade so. Postapokalyptisches mathematisches Grundwissen, Stufe 4. Cool. Yeah, ja, das wär's dann soweit, Moira, ne? 1900. Jetzt die große, alles entscheidende Frage. Investiere ich jetzt schon in meine erste Krankenstation? Ja. Könnten wir echt gut gebrauchen. Das Design kaufen wir als allerletztes, aber wirklich die Krankenstation wäre schon hilfreich. Andersherum müssten wir jedes Mal zum Doc rennen, wenn wir abhängig sind. Was sehr unangenehm ist, weil der Doc einfach mal ein komischer Typ ist. Aber wer weiß, was uns in der nächsten Stadt an tollen Angeboten durch die Lappen geht, wenn wir jetzt unsere Kohle für die Krankenstation raushauen. Gibt's irgendwas anderes, was ich noch mitnehmen kann? Irgendwas hier. Nicht wirklich, ne? Kampfhelm, ja. Ganz ehrlich, ich habe lieber den weiteren Wahrnehmungspunkt. Und würde dann sagen, ist okay, Moira, ist in Ordnung. Ich behalte erstmal die Kronkorken. Ich spare. Ich könnte ja noch was reparieren. Aber, naja gut, das Heckenschützengewehr. Ja, es hat es verdient auf jeden Fall. Aber alles andere ist noch gut im Schuss. Sterben Sie mit... Danke, nein, hab ich nicht vor, ne? Söldner. Tschüss. Okay, und wir machen weiter. Und zwar, also ich werde jetzt gleich nochmal meine Hütte rennen und meine Rüstung ablegen, aber das erspare ich euch mal. Wir werden rüberrennen nach... Zurück nach... Falls Church East, genau. Und dort werde ich dann ein weiteres Gebäude betreten. Und darauf hoffen, dass wir da epische Loot finden werden. Und das bedeutet, wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. Falls Church East. Und da sind wir auch schon. Und wir sind sogar direkt vor dem Gebäude, was ich erkunden möchte. Hier, das Ding heißt... LOB Enterprises. Cool, cool. Da wird es wieder nette Randinformationen geben. Gibt es hier sonst noch irgendwo einen Eingang? Ich glaube nicht, ne? Dann hätten wir wirklich alles. Ich muss sagen, ich mag ja diese Teilbereiche, ne? Also es ist keine richtige Open World. Ich habe da schon ein paar Mal drüber philosophiert. Wahrscheinlich auch in diesem Let's Play. Aber das war damals halt auf der damaligen Konsolengeneration noch nicht möglich.
Aber ich muss sagen, hier so die einzelnen Teilbereiche, die durch Trümmer abgeschnitten sind voneinander, die dann, naja, mehr oder weniger dann gründlich zu erkunden und dann irgendwann auch abschließen zu können. Also diesen Teilbereich und den nächsten Teilbereich. Es gibt einen auch irgendwie ein ganz, ganz eigenes, befriedigendes Gefühl. Naja, wie dem auch sei. Schmutzige Vorkriegsfrühlingskleidung. Nehme ich jetzt mal mit. Und Vorkriegsgeld, ja, nehme ich auch mit. Und jetzt geht's rein. Schleichen. Die Jagdflinte rausholen. Sehr schön. Wir sind in unserem Schießoutfit. Ja, es ist das beste Outfit zum Schleichen. Fürs Erste. Da kommt sicherlich noch was. Chinesische Offiziersklamotte. Ich hoffe, das Ding hieß so. Aber das war ein Fallout 3. Da gibt es einen ziemlich coolen Tarnanzug. Aber für später. Das kommt noch. So, Whisky hat nachgelassen. Ein Glück sind wir nicht abhängig. Haben wir hier noch was? Oh Gott, der ist böse, ne? Böse! Böse! Vorsichtig. Hallo. Ja, wir können Freunde bleiben. Du Hirnbot und wir hier auch. Ich hoffe, das gilt ja auch so, dass Gliedmaßentreffer an den Protektrons mehr Schaden machen als ein Schuss auf den Kopf. Mal gucken. Finden wir noch raus. Ey, stopp. Oh. Krass. Wie hart die zuschlagen können. Oh oh, so. Und einen noch schön aus dem VRTS. Slam! Cool. Genau so, nicht anders. Und jetzt sparen wir erstmal wieder schön die Stimpack, denn hier wird man sicherlich irgendwo schlafen können. Oh, er steht noch zumindest. Energiezellen, yay! Ich weiß gar nicht, was effektiv war gegen Roboter. Aber ich meine mich zu erinnern, da war kurz die Stimme weg, ich meine mich zu erinnern, dass Roboter hier sehr empfindlich auf Plasmawaffen sind oder vielleicht sogar generell Energiewaffen. Wir sollten das ausprobieren mit unserem Lasergewehr. Willkommen, Miss Waring. Bitte denken Sie daran, immer einen Identitätsnachweis zu verlangen und die Besucher mit einem Lächeln zu begrüßen. Gesamtes Personalnotfallprotokolle. Waffenrichtlinie H31. Als allgemeine Regel gilt, dass alle Mitarbeiter stets militärische Waffen niedriger Klasse mit sich tragen müssen. Siehe HR-Richtlinie A12. Im Falle einer feindlichen Übernahme kann Ihr Schreibtisch als improvisierter Verschlag dienen. Positionieren Sie ihn zwischen sich und dem Gegner, verschanzen Sie sich dahinter und beschießen Sie den Gegner mit einer der in Formular B43-2 genehmigten Waffen. Hinweis: Das Recht auf den Mensa-Besuch tritt für den Fall einer feindlichen Übernahme außer Kraft. Sehr gut. Gut zu wissen. Danke, Chef. E-Mail: Waffentraining heute Abend von McCoy Derek an gesamtes Unternehmen. Betreff Waffentraining heute Abend. Falls jemand Lust hat, ein bisschen mit seinen militärischen Waffen niedriger Klasse zu üben, Sam und ich schießen um 19 Uhr im Hof ein paar Runden. Biop. Was auch immer das heißen mag, gesendetes Objekt Türen bemannen von Waring Joanna an gesamtes Unternehmen. Betreff: Oh, Sie sind hier, alle Mann an die Türen, die Bundesbeamten sind hier. Okay, an das gesamte Personal, Großbuchstaben in E-Mails von Direktor der Human Resources. Doch, Ressourcen, ja. An gesamtes Unternehmen. Betreff Großbuchstaben in E-Mails. Ich möchte alle Mitarbeiterinnen daran erinnern, dass die entsprechende Firmenrichtlinie trotz der bevorstehenden Invasion durch die Bundesbeamten noch immer Gültigkeit besitzt. Unterlassen Sie es, E-Mails nur in Großbuchstaben zu schreiben. Dies stellt eine Beleidigung unserer Mitarbeiterinnen dar. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Sehr gut. Ja, Caps Lock ist auch hier nicht gerade gern gesehen. Aber das stört uns gerade wenig. Okay, vorsichtig. Hier werden wahrscheinlich noch mehr Roboter auf uns warten.
Ich versuche mich mal mit dem Lasergewehr. Wenn wir dann den nächsten Protektoren vor die Füße laufen. Ich kann ja mal ein bisschen Licht anmachen. Dann sehen wir mehr. Vorsichtig. Psch. Aber auch nur, bis wir einen neuen Raum betreten. Ne, so ein bisschen müssen wir ja stealthy unterwegs sein. Sonst bringt das ja alles hier nichts. Whisky, oh ja, den können wir gut gebrauchen. Das Putzmittel war zu billig, ne? Ja, viel zu billig. 5 pro Trageeinheit. Nein, da kann ich ja alles mitnehmen. Und dann sind wir ja noch schneller voll. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Das wäre schon ziemlich uncool. Wir bleiben erstmal hier auf dieser Etage und gehen danach erst die Treppen hoch. Da ist schon wieder einer, ne? Licht ist aus gewesen. Ah, hey. Boom. Schön. Ja, gar nicht mal so verkehrt. Das Lasergewehr. Die Waffe unseres Vertrauens. Zumindest die Energiewaffe unseres Vertrauens.